Hallo ihr Lieben, Olga, Sirche und herzlich willkommen zurück zu Chrono Trigger. Es geht weiter hier in der Kanalisation. Ich habe das Rätsel jetzt auch gelöst. Das ist einfach eine optische Täuschung. Man denkt ja, ja, kommt jetzt hier bestimmt rein. Die Musik passt gerade zu meinen Empfinden. Gut, neue Aufnahme, neuer Rahmen. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Schachbrett. Passt auch ganz gut zu der Farbgebung hier, weil hier auch alles so dunkel ist. Hey, das ist mal fies. Ich meine, ich habe die nie schon im letzten Part gesehen, aber wow. Optische Täuschung und so. Da sind auch die Frösche wieder. Oh Gott, die Textbox. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber hey, mal was anderes. Der Schalter baut eine Brücke. Dann leg ihn um. Quack! Ich komm nicht ran, Quack! Du schiebst dich einen Frosch, Quack, Quack. Da kommt er, hauen wir ab. Die sind so strange. Tut wahrscheinlich keiner Fliege was zu leide. Was man einen Frosch nicht sagen sollte, weil die ernähren sich von Fliegen. Einmal Zornband erhalten. Ich bin richtig zornig. Was zum Geist Zornmann? 50% Chance auf Gegenangriff. Das ist ein Konter, das ist brutal gut. Ja. Hallo? Was macht überhaupt der Handschuh? Angriffskraft plus 2, aber jetzt hat er einen Konter drin. Ich glaube, der Konter ist definitiv besser. Ja. Und das Sichtfeld behält natürlich noch Luca. Damit werden wir schön die Energie der Gegner sehen. Die drei sind fast da! Herr Kriechrich! Was zum Geier? Was ist das für ein Viech? Ist doch nicht das ein Boss, ich hab mich nicht geheilt. Als Ort der Kanalisation in Grab, so mich lebensmüde ein, hören die Lektion nicht holen. Zeigen wir es ihnen, hihi! Yes, sie mir herkommen. Wir machen Hackfleisch aus ihnen. Normalerweise ist das genau mein Humor. So ein cringy Kram. Und jetzt ist es wirklich vom Spiel so. Ich feier das. Warum haut die andere Wache jetzt ab? Ha! Wurde verraten und im Stich gelassen. Was bist du für ein ekliges Geschöpf, wenn du mir im Real Life begegnen wirst? Ich würde Gänsehaut kriegen, ich würde weglaufen, schreiend. Bah, das ist ein ekliges Viech. Ich finde Regenwürmer sind mit die ekligsten Geschöpfe, die es gibt auf der Welt, mit Nacktschnecken und Spinnen zusammen. Das ist einfach eine Kombination aus Skorpion, Regenwurm und noch irgendwas Ekliges. Und ich glaube, dieses Viech ist mein Untergang. Scheiße. Was ist das für ein Mistviech? Wie viel Schaden war das denn bitte? Wenn Luca nochmal von dem vergewaltigt wird, ist Game Over, ne? Ich habe übrigens nicht gespeichert. Los, critte mal, Chrono, es ist gerade wichtig. Bei Bossen siehst du auch die Lebensenergie scheinbar nicht, was komplett bescheuert ist. Kombination, Feuerwirbel. Machen wir mal und hoffen, dass es richtig reinzimmert. Boah, dieser Herr Kriechrich ist ja echt gefährlich. Schwerster Gegner bist du ja. Ist er tot? Ja, okay. Sehr starke Angriffspower hält aber zum Glück nicht viel aus. Und Chrono ist gerade kurzzeitig weggeglitscht zur Hälfte. Boah, Ethermit, ey. Knuddelt werden möchte ich zur Belohnung mal. Das hätte ich jetzt verdient. Der war echt brutal. Jetzt am besten zwei davon und ich bin raus. Ja, man merkt schon, dass man hier nicht sein sollte. Wir sind viel zu schwach für diesen Dungeon. Aber so ist das halt. Ja, nochmal Aura-Wirbel. Die Heilung benötigen wir bitter. Leider. Voll süß, wie das mal alles macht, ne? Mit der Energie und alles. Ganz toll. Flammenwurf geht auf beide. Yes. Genau so wollte ich. Das war ein Gegenangriff. Einfach so.
104 Neues for free. Ich sag's euch, die Zorn ist spannend, das ist echt fantastisch. Hat ja gesehen, was gemacht hat. Ja, schon wieder Gegenangriff. So heftig. Hat sich jetzt schon gelohnt. Weil das sind alles nur Gegenangriff, Konter. Die wir da gemacht haben, ihr habt's ja gesehen. Nö, Luca, du kannst auch normal angreifen. Ach Mensch, diese Flusszolas, die halten so viel aus. Die werden ja von Geräuschen angezogen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Krach machen, kommen die. Aber haben wir jetzt hier gerade Krach gemacht? Ich weiß ja nicht. Ich will hier raus. Der Dungeon ist mir nicht geheuer. Yay. Eine Bolzenklinge. Und hier ist ein Schalter. Voll die Abkürzung oder was? Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, wo wir sind. Ist das der Anfangsbereich? Ja, das ist der Anfangsbereich. Wir sind ganz am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt voll den guten Shortcut. Ich hätte eigentlich rausgehen sollen, in die Unterkunft mich setzen sollen. Das wäre das einzig Richtige gewesen. Naja. Jetzt wollen wir es mit Tonics. Einmal wieder einen Gin Tonic reinballern. Und dann geht das auch schon weiter. So. Kletter, kletter, kletter. Den Fröschen hinterher. Wir sind jetzt auf einer Insel. Für die, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Wir sind jetzt hier. Haltet euch vom Todesberg fern. Da kommen wir sowieso noch nicht weiter. Eine letzten Dungeons des Spiels. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Kommen wir erst ganz spät hin. Ich weiß ja nicht mehr so viel vom Spiel, aber das weiß ich noch. Oh, hier ist wieder so eine traurige Musik. Ja, das ist wie manchmal mein PC, wenn er Probleme macht. Er will sie einschalten, aber er schafft's nicht. Wegen irgendwelchen komischen Problemen. Ich habe keine Ahnung vom PC. Ist das für ein ulkiger Typ hier? Der ist ja süß. Meine Freunde, dass ihr mich gefühlt nicht mehr findet, oh Weiser. Ich warte euren letzten Programmcode. Was ist das für ein alter Mann? Heißt wirklich alter Mann. Schala, ich hab dich vermisst, Schala. Nein! Ihr dürft nicht auf den Todesgipfel! Ihr würdet nicht weit kommen, der Zeitpunkt muss stimmen und sie müssen euch den Weg zeigen. Habt ihr meine Meisterwerke gesehen? Seepalast und Düstervogel? Ich habe sie beide entworfen und gebaut. Seepalast, Düstervogel? Könnte meinen, du lebst in einer anderen Welt. Oder in einer anderen Zeitlinie. Sehr seltsam. Wir behalten das im Hinterkopf. Und ja, ich kann euch verraten, es wird später erklärt, was damit auf sich hat. Mit Schala und mit den Düstervogel, mit dem Seepalast und mit dem alten Mann. Es wird später alles erklärt. Zum Glück. Das ist doch schon mal was wert, oder? Natürlich. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich hinlaufe. Och. Muss das sein? Muss das sein? Muss das sein? Muss das sein? Einfach nur zum Kotzen. Echt, auf die Gegner habe ich jetzt gar keine Lust. Ich möchte einfach nur zurück. Ich möchte in das neue Lab gehen. Wenn wir jetzt irgendwie einen Schlüssel im Let's Part bekommen. Mit welchem wir ein altes Fahrzeug bedienen können, was der alte Dorfvorsteher oder was es war, der alte Mann, dem die ganzen Leute unterwürfig sind, damals gefahren hat. Interessiert mich schon. Deswegen, ich möchte jetzt hier raus. Zumal ich mich hier sowieso unwohl fühle. Nicht nur, weil es eine Kanalisation ist, weil die Kinder einfach echt meiner Meinung nach ein bisschen overlevelt sind. Mittlerweile geht's. Aber wo wir das erste Mal hier waren, ha, jeder Kampf war eine Herausforderung. So ein bisschen Lost Odyssey-mäßig.
Und ihr seht es, sie wollen nicht in die Knie gehen. Fies. Einfach einen Armbrust als Nahkampfwaffe nutzen, wer kennt's nicht? Schnell weg hier. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nein. Ihr bleibt da schön liegen. Haben wir uns da verstanden? Sehr schön. Gut. Haben wir das mit der Kanalisation jetzt erstmal geklärt? Die Frösche haben uns nur den Weg quasi gezeigt, wie man da weiterkommt. Und jetzt geht's nach Lab 32. Lab 32. Ich wollte nur zur Kiste. Tonic Meat. Hier ist wieder dieser ultra geile Soundtrack. Wow, habt ihr das gesehen? Was ist das? Gott, Alarmstufe Rot. Proto 2, euch kennen wir. Ich dachte, hier wären stärkere Roboter. Echt jetzt? Stehen bleiben. Wer bist du? Hey, es ist der Mann. Der Mann, der alles kann. Danke, danke. Ich bin Applaus gewinnt, Baby. Der Mann. Keiner macht mich mehr an. Von Lebensform wie euch bin ein Johnny. Jetzt spitzt die Ohren. Ein Teil des einen Highways führt durch diese Ruinen. Interesse run, run, run. Baby, nimm diese Düsenmaschine und kneifen geht nicht. Weißt du, wie es geht? Nein. Weiß ich wirklich nicht. Also hör zu, Grünschnabel. Gas wird automatisch geregelt. Wir fahren also nur schnell. F-Zero, Captain Falcon. Lenke bitte Steuerkreuz. Drücke B für den Turboantrieb. Du kannst die Rohren dreimal benutzen. Dazwischen musst du dich kurz aufladen. Ohne Bild siehst du deine Position. Nun zeig, was du drauf hast, Baby. Ja. Nimm die Süßmaschine. Donnys Sieger haben ihn gestylt. Der Mann rast wie ein Blitz. Donnys Sieger haben ihn gestylt. Was ist das für eine komische Ikone hier? Ja, yeah, jetzt haben wir das Rennen. Boah, 3D-Grafik auf dem Super Nintendo. Hast du das mein Leben dafür? Ne? Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann schon steuern, ich kann einen Turbo benutzen. Ich glaube, einen Turbo muss man erst später zünden. Hey, der. Was hat der überhaupt für ein komisches Gefährt? So ein Dreirad irgendwie. Das ist auch witzig. Haha, kommst nicht vorbei. Edge Badge. Windschatten. Gibt's leider nicht in dem Spiel. Kein Windschatten. I'm sorry. So, jetzt Turbo. Boah, das war der Turbo. Das war einfach nur armseliger Mist, war das. Was ist das denn? Alter, was ist denn das für ein Turbo? Beep, beep. Ein Zentimeter. Du bist unfähig, Bitch. Wir verlieren und können rüberlaufen durch die Stadt der Monster. Würde ich auch am liebsten machen, weil ich keinen Bock auf den Scheiß hab. Ist halt geile Idee. Umsetzung ist einfach nur zum Kotzen. Warum ist die Umsetzung zum Kotzen? Ihr habt's gesehen. Die ganze Zeit passiert quasi nichts. Und im letzten Moment musst du Turbo drücken. Und dann passiert was. Wow. Ich bin begeistert. Hier, jetzt mache ich mein Turbo. Hat nichts gebracht. So ein Quatsch. Wirklich jetzt. Das ist halt Bullshit, wenn ihr mich fragt. Das ist halt wirklich Quatsch. So, jetzt Turbo. Und es hat wieder nichts gebracht. Doch, ich habe gewonnen. Ich will Fotofinish. Ich habe mich die Erzieherin gesehen. Kommt er angekraxelt. Jetzt wäre die Welt untergegangen. Du schlägst mich! Unglaublich, aber ich werde viele Revanchen haben können. Und wir rasen wieder, Baby. Direkt Runde 2. Warum mache ich das jetzt? Weil ich wieder zurück will. Ich will durch die Stadt der Monster. Für die Experience, für die Items, für die Erfahrungspunkte. Wir müssen durch das Lab. Auch wenn es da richtig abgeht. Noch schwerer als die Kanalisation, meine ich. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt.
keinen Bock, das normal machen zu müssen. Den Mist hier. Ja, das sei es nur Umgeplänke. Ein Turbo aufbewahren, im letzten Moment zünden und schon hast den Sieg. So ein Quatsch, ey. Ist halt wirklich Quatsch. Naja. Lass mich durch. Lass mich vorbei, du Blödmann. Sei jetzt. Hui, und verkackt. Alles nochmal von vorne. Ich könnte kotzen. Ich schneide euch das. Bis gleich. Ich werde gleich gegen den Spinner nochmal gewinnen und dann sehen wir uns wieder beim anderen Punkt. Bis gleich. Tja, einfach im Let's Run Speeden. Voll easy eigentlich. Ich hab schon wieder einmal verkackt eben. Wie es viele Wurscheln, ja, das ist doch jetzt. Was willst du eigentlich? So. Lab 32. Ihr seht, was hier für ein Wind weht. Kein toller Wind. Nämlich drei hässliche Mutanten. Oh nein. Oh nein. Ich bin nicht mal geheilt. Ich bin so geliefert. Ich bin so geliefert, wir müssen ein bisschen warten. Gegenangriff, sehr geil. Und zwar auf den Feuerwirbel müssen wir warten. Alle drei werden erwischt. Los geht's. Spin to win. Spin to win. Ich habe mal 300, ne? Die haben halt 300. Nein. Jetzt heilt der Blödmann sich. Zwar nur um 19, aber trotzdem. Ja, so viel Schaden machen die nicht, ne? Die halten einfach nur viel aus. Ne, man kann die Kombos natürlich... Ja, wollte ich gerade sagen. Man kann die Kombos erst ausführen, wenn beide, die für die Kombo nötig sind, ready sind. In dem Fall Krono und Luca. Goodbye. Auf immer wiedersehen. Das geht natürlich jetzt auf die MP. Ich glaube, der Bereich war gar nicht so lang. Nur, der ist halt voller Mutanten. Gut, zwei, die schaffen wir auch so. Zumal die sich ja blöd positioniert haben. Muss das natürlich immer mit einkalkulieren, wie da der strategische Vorteil gerade ist mit der Positionierung. Hey, das war ein Konter. Sehr schön. Gut, arbeiten wir mit den normalen Angriffen, solange die nur zu zweit sind. Oh Gott, früher kamen die nur alleine. Jetzt haben wir tausende von denen an der Backe. Ich mache mal gleich der Aura-Flavel. Aber erst weil einer von denen Geschichte ist. Dann geht's uns lebenstechnisch wieder etwas besser. Oh mein Gott. Boah, einfach Gegenangriff. Los, locker machen kaputt. Yes. Viel hatte der nämlich nicht mehr. So, jetzt auf Male warten. Damit wir noch rechtzeitig die Aura-Wirbel machen können. Bevor jetzt hier alle brutalst verrecken. Gib ihnen hier eine Power. Sehr schön. Solange wir noch MP haben, können die uns eigentlich nicht gefährlich werden. Und dann gucke ich auf Kronos MP und sehe da eine eklige 8. Finde ich nicht witzig.
finde ich definitiv nicht witzig. Fahr zur Hölle und Schissmann. 60 Gold, Siegespose und eine Schatzkiste, die wahrscheinlich wieder bewacht wird. Nein! Oh nee, jetzt habe ich doch gar keinen Mana mehr. Und nun? Sollen wir mit dem Feuerwurf arbeiten? Das sind schon mal 3 auf einen Streich. Sehr schön. Bitte nicht mehr von den Gegnern. Nehme ich lieber 5 Mutanten gleichzeitig, die nie sterben wollen. Anstatt dieser Gegner, ey. Die finde ich nie witzig. Weil die kannst du nur mit Magie besiegen. Und ich will die Äther nicht verwenden. Die sind wirklich wertvoll in dem Spiel. Was? Einmal Protokoll. Und das schreibe ich jetzt aufs Protokoll. So ein Scheiß, ey. Was soll das denn? Protokoll. Steht dazu vielleicht, wofür das ist? Ach so, das speichert die Rennpunktzahl. Wow. Was ein unnötiges Item. Kann ich Highscores in den komischen Rennen gegen Johnny da aufstellen? Da habe ich jetzt eher weniger Lust. Bin froh, es erstmal nicht mehr machen zu müssen. Ey, du warst eben nur einer. Jetzt hast du dich getrippelt. Ich glaube, ich bin einfach betrunken. Ich sehe schon dreifach. Oh nein. Ich muss jetzt halt die Magie sparen, weil ich Schiss habe. Das sollen diese anderen Gegner da. Das ist das Problem, wenn man nur A drückt. Der Punish. Instant Punish. Ich habe halt Angst, wenn jetzt nochmal diese komischen Schattengegner kommen, dass ich keine Magie mehr habe. Dann kann ich die nicht besiegen. Darf mir nicht passieren. Los, Chrono. Mach ihn kaputt. Gegenangriff, los. Leider nicht. Ja, der Konter ist halt nicht zu 100% garantiert. Es kann passieren, dass er kontert, aber es ist halt nicht garantiert. Da kontert er. 86. Habe ich jetzt den Schaden richtig unvorteilhaft verteilt? Ich glaube ja. Jetzt auch egal. Gefährlich sind die ja nicht wirklich. Halt nur verdammt viel aus. Die Definition eines Tanks. Fand ich, wenn sie sich auch noch heilen können. Das ist wirklich die Definition eines Tanks. Die sind so verstörend. Alienartige Mutantenviecher, die erscheinen in meinen Albträumen. Und nicht nur heute. Sie erscheinen lebenslang in meinen Albträumen. So. Schnell weg hier. Und das war es halt schon. Ihr merkt, da war eigentlich nur das Protokoll. Und verdammt viele Erfahrungspunkte. Wollte mir nicht entgehen lassen. Sieht aus wie ein Wolkenkratzer, der eingestürzt ist. Irgendwie heftig. Da sollen wir hin. Also gehen wir hier an. Das ist hier Logik. So bin ich halt. Nein! What have I done? Oh, ich glaube, die kann man nur mit Magie besiegen. Nö. Jetzt hat er so 300 Energie. Nee. Hä? Den finde ich cooler als die anderen. Kannst du ja auch mit physischen Angriffen Schaden machen. Hier ist blockiert und hier ist ein Fließband. Los, da haben wir ein bisschen durchtrainiert. Beeindruckt doch die Male. Das Fließband ist zu mächtig für unseren lieben Chrono. Es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das Spiel ist so fies, dass es ja manchmal Overworld Secrets gibt. Oder verwechsel ich das mit Chrono Cross? Chrono Cross auf jeden Fall. Protokuppel. Was? Ich dachte, das wäre eine Stadt. Jetzt kommen hier eiskalt Gegner. Böse, böse. Ach, die sind ja jetzt nicht mehr die Rede wert. Da werden ja jetzt schon so viele starke Gegner, diese komischen Wassergegner in Kanalisation. Die Mutanten eben und jetzt kommen die wieder mit 100 Lebensenergie. Naja. Ich weiß nicht, was ich davor halten soll. Ich weiß nur, dass Aura-Wirbel immer wieder eine coole Sache ist. Und Healing. Jetzt geht's uns wieder besser.
ich die guten neuen Tonics verschwenden. Oh, ich hätte mir einfach die Unterkunft nutzen sollen. Nicht, dass jetzt hier noch ein Bossfight kommt. Das wäre nicht witzig. Aber dafür hätte ich zu wenig MP. Wobei, mit den letzten Boss sind wir echt gut klargekommen. Bleiben wir mal bei Wahrheit. Nein! Gott, was ist das denn jetzt hier? Roboter-Angriffskommando Deluxe. Ach, Krono, wäre es nur ein bisschen stärker, könntest du die One-Hitten. Aber ist halt schwach. So beeindruckst du die Ladies nicht. Der Roboter hat schockierende Neuigkeiten. Okay, so beeindruckst du die Ladies. Ich nehme alles zurück. Einfach 180 Schaden. Ja, es geht so ganz knapp an 100 immer vorbei. Aber ist nicht schlimm. Tour nehme ich auch. Haben wir nicht die letzten Kämpfe so 300 bis 500 Gold bekommen? Ja, Endertron, let's go. Die geben einfach so wenig Geld. Aber der Hunger bleibt. Ja, ich hoffe, wir kommen bald aus der Zeitepoche wieder raus, dass wir wieder was essen können. Ja, ich habe den Roboter gesehen. Ich wollte nur gucken, ob ich hier irgendwas bewirken kann. Ich habe ihn schon gesehen, keine Angst. Was ist das? Es ist mitgenommen. Scheint aber ein humanoider Roboter zu sein. Faszinierend. Und sowas kannst du reparieren, bevor du aus der Vergangenheit kommst. Vielleicht kann ich ihn reparieren. Ich mach die Textbox mal hier hin. Was? Und wenn er uns angreift? Das wird er nicht, versprochen. Maschinen sind nicht böse. Haben wir gesehen. Proto 2, die Viecher eben, die wollen uns alle vernichten. Aber Menschen können sie böse machen. Luca, hast du etwa Mitleid? Lass mich arbeiten, okay? Bei Technik fragen? Luca fragen. Die Tür rührt sich nicht. Gut, das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt mal Saft. Ja, ich hoffe Öl und kein Traubensaft. Was macht der denn? Hier ist auch eins der besten Lieder, einer der besten Soundtracks im Spiel. Das ist tatsächlich das Main-Theme des Roboters. Voll liebevoll und girly schon fast. Irgendwie süß. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen, Helen. Was ist Ihr Befehl? Ich bin nicht deine Herrin. Ich bin Male. Und das ist Krono. Und Luca hier hat dich repariert. Verstanden, Fräulein Luca hat mich repariert. Nur Luca reicht völlig. Negativ, das wäre unhöflich. Schau, ich hasse solche Förmlichkeiten, du nicht auch, Male. Aber klar. Ich verstehe, Luca. Na also, und was mit deinem Namen? Meine Seriennummer, sie lautet ER-660Y. ER-660Y, cool. Irgendwie nicht uncool. Ja, Marlo und ich, ne? Gleich Denkweise. Nein, das geht ja gar nicht. Los, Krono, geben wir einen gescheiten Namen. Der heißt einfach Robo. Ich würde ja gerne Robbie oder so nennen. So Robbie, Robbie Williams. Aber ich habe ja gesagt, ich bleibe bei dem Originalnamen. Robo. Robo ist perfekt. Dein neuer Name ist Robo. Ich bin Robo. Dann gespeichert.
Hey, Robber, warum sind hier keine Menschen? Was ist hier passiert? Der weiße Scheiben auch nicht, der war in so einem Schlafzustand. Es gab viele Menschen und andere Roboter in dieser Kuppel. Ja, die anderen Roboter, reden wir nicht drüber. Die gab es vor kurzem auch noch. Ich glaube, etwas Schreckliches ist hier passiert. So scheint es jedenfalls. Aber wie kommt es, dass ihr überlebt habt? Wir kamen durch ein Zeittor aus dem Jahr 1000. 1000 Jahre in Zukunft. Solche Zeiträume gibt's sonst nur bei Legacy of Kain. Soul Reaver spielt ja auch irgendwie mehrere tausend Jahre nach Blood Omen 1. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Andere Spielereihe. Andere super tolle Spielereihe. Aber ja. In der Ares-Kuppel fanden wir heraus, dass hier ein Tor sein soll. Auf der Suche danach haben wir dich entdeckt. Aber die Tür zu den inneren Räumen ist dummerweise verschlossen. Ja, und der macht das jetzt aber was. Haut er gerade seinen Kopf gegen die Tür? Kein Wunder, ohne Strom. Gehen wir zur nördlichen Fabrik. Ich kenne das Sicherheitssystem und kann den Generator dieser Kuppel aktivieren. Das würdest du tun. Hat sie sich jetzt etwa gerade in einen Roboter verliebt? Weil er so ein Gentleman ist. Ja, ihr habt mich repariert. Aber der Generator wird nicht lange arbeiten. Jemand muss zurückbleiben und die Tür öffnen, sobald er läuft. Ich bleibe, oder Male? Ja, bleib du mal, Luca. Ich mag die Heilung von Male. Sorry. Okay, sei vorsichtig, Krone. Bitte? Ich hab gesagt, Male, komm mit. Und ich Male bleib. So langweilig, darf ich anstatt Luca? Hier braucht man Genie, richtig? Nö. Oh, schade. Oh, die Arme. So, was machen wir jetzt mit dem Robo? Der hat natürlich wahrscheinlich jetzt voll die krassen Werte. Was zum Geier. Zinnarme, Eisenhelm, Titanenweste, Verteidiger. Was sind denn Verteidiger? Ausdauer plus 2. Ja, warum nicht? Ist halt defensiv. Haben wir tatsächlich einen Roboter in unserem Team? Ein Rollenspiel, wo man einen Roboter rekrutiert. Ich finde das witzig. Der läuft jetzt einfach so mit bis zu Ende des Spiels. Wir haben einfach einen Roboter in der Mannschaft. Das finde ich schon irgendwie lustig und kreativ. So, mit Hilfe von Robo können wir jetzt tatsächlich hier den Eingang, glaube ich, freilegen. Und weiter in das Innere der Fabrik lang. Los, Robo, mach. Voll der Hacker. Oh, ist das süß. Hebe Sicherheitssystem 00 auf. Ach, der komische Gegner kommt trotzdem. Saver. Nee, Sauer heißt der. Ich habe erst Saver gelesen, bin ich bescheuert. Ja, Robo hat kein Element. Der ist schon... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nicht so gut ist er. Kein Element. Male Wasser. Luca Feuer. Der Frosch. Frog. Der hatte ja auch Wasserelement. Robert gar nichts. Trotzdem erlernt er Techniken, die, glaube ich, dem Dunkelelement zugehörig sind. Ich weiß nicht mehr. Wir werden es herausfinden. Die Pose ist so witzig. So. Yeah. Jetzt hat er die ganze Welt gerettet. Doppeltag. Aurastrahl. Ich glaube, das ist auch eine Heilung. Nein, jetzt kommt nochmal so ein Gegner. Naja. Oder auch nicht. Viel zu viele Wege schon wieder. Was? Ach so, das sind Gegner. Ich hab die gar nicht als Gegner erkannt. Das wären irgendwelche Schalter. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Wie viel Energie haben die? Nein, wir sehen die Energie nicht mehr, weil Luca nicht mehr dabei ist. Ich hätte hier das Item abnehmen müssen. Naja. Jetzt zu spät. Robo, du bist schuld. Es wird sich das Sichtfeld haben. Du bist schuld.
Nicht schlecht. Die haben, glaube ich, ganz gute Ausbeute abgeworfen. Und schwer sind die nicht wirklich. Oh, die Fabrik, die war schon cool, aber sehr verwirrend und sehr groß. So, hier werden wir uns wahrscheinlich auch den nächsten Partner aufhalten. Hier, was seid ihr denn für Viecher? Erstmal looten. Unterkunft. Was mache ich mit den grünen Akalisch? Das sind alles so chemische Zustände. Kann man ganz normal besiegen. Ich find's voll cool, wie er so die Fists benutzt. Der Roboter so. 10.000 Fists in the air. Ganz komische Gegner. Nein, der kann vergiften. Oh, zum Glück ging das auch auf Probo. Ich weiß nicht, ob der vergiftet werden kann. Wäre halt unlogisch. Der ist ein Roboter. Naja. Vielleicht ist bei ihm ja ein Virus, der da installiert ist. Ich weiß nicht. Yay, Laserwirbel. Male wird aufgestuft. Und Doppeltag. Raketrolle. Klingt witzig. Luke Skywalker öffnen. Was für ein Luke? Hallo, was für ein Luke? Ach, da. Okidok. Schauen wir uns mal an. Nein, dein chemischer Zustand, nämlich alkalisch. Kein Gift, bitte, kein Gift. Sehr schön. Und diese Gegner können gar nichts. Geben auch nur einen Trickpunkt. Naja. Irgendwie ein bisschen armselig. Ihr könnt gerne zu fünf kommen, ne? Ich habe kein Problem mit euch. Solange ihr mich nicht vergiftet. Die Damage-Werte sind schon ein bisschen random. Mal machst du 10 Schaden, mal nur 3. Ich verstehe es nicht. Ganz seltsame Gegner, wenn ihr mich fragt. Komischer Bereich. Nein, nicht du. Sauer. Sauer macht lustig. Warum hat der Robo jetzt die Siegespose? Hä? War das gerade ein Bug? Der stand da eiskalt mit der Siegespose. Schon ein bisschen seltsam. Aber ich mag ihn, der ist irgendwie witzig. Aus dem Schleim entsteht wieder so ein komischer Alkalisch-Gegner. Alkalisch. Critical Hit. Goodbye. Gefestet. Irgendwie sind die witzig, die Gegner. Viel angenehmer als die Wassergegner in der Kanalisation, die auch schon zaubern konnten und alles Mögliche. Es war alles andere als witzig. Definitiv. Dann können wir nicht zaubern. Wir haben nur diese komischen Tags. Werden wir jemals die Künste der Magie erwerben? Wenn ich zurückklopf frage, dann ist es wahrscheinlich ein Ja. 111 Erfahrungspunkte. Kann sich sehen lassen. Laser, ich will da durch. Kann nicht. Da geht's noch tiefer ins Ungewisser. Schau mir erstmal die Tour, wenn es okay ist. Titanweste! Das klingt gut. Hat der Robber aber schon. Aber der Kron und ich. Fantastomatisch. Von einem eleganten Damenkleid zu einem Eisenanzug. Das muss eine Umgewöhnung sein. Die Arme. Tut mir richtig leid. Die Musik ist hier so richtig chillig. Los, Robber. Los geht's. Alle Systeme, auch Verteidigungslaser deaktiviert. Aber die Gegner hast du nicht deaktiviert, oder was? Es wird Zeit, deine Künste mal auszuchecken. Robo, los geht's. Rocket Punch, Kraftschalen, Laserwirbel, Raketenrolle. Alle Gegner. Dann bin ich vollkommen von der Rolle. Alle Gegner. Der Schaden war ziemlich schlecht. Hey, was ist das denn für Mist?
dem Oberbildschirm. Robert, du bist schuld. Warum war der Angriff nicht mächtig genug? Was passiert hier gerade? Warum sind die Gegner auf einmal... Warum sind die Gegner auf einmal so viel stärker? Oh, Disco! Disco, Disco, Disco. Gut. Leute, das war's. Ich darf alles normal spielen. Scheiße. Los, Aura-Wirbel. Los geht's, Chrono. Oh Gott, wer hätte damit gerechnet, dass jetzt auf einmal so ein ultimatives Gegner-Battle kommt? Oder haben die reagiert auf die Magie? Bleiben wir lieber beim Nahkampf. Kommt das gerade so ein bisschen spanisch vor. Bleiben wir lieber dabei. Ist schon ein bisschen seltsam, der Kampf. Also erklären, was hier passiert, kann ich euch nicht. Ich hab's nämlich nicht durchschaut, muss ich euch gestehen. Ich hab's nicht durchschaut. Aber der Aura-Wirbel hat uns nochmal vor der totalen Vernichtung gerettet. Kann ich nicht anders sagen. Ein Schadenspunkt nur. Komm schon, Robert. Geht mehr. Wie ich ihn voll am Dissen bin, ne? Es tut mir leid. Soll nicht so gemeint sein. Chrono ist auch nicht besser. Ich finde ihn nur echt komisch. Ich verstehe es nicht. Mal machst du voll vier Schaden, mal nicht. Whatever. Sweet Victory. Viel zu wenig Loot dafür, wie schwer der Kampf war. Echt. War so hart. Hammerarm. Das ist der absolute Hammer. Ist tatsächlich ein Upgrade. Da freut er sich. Ich hoffe, damit kann er auch diesen wunderschönen Move machen, den wir alle lieben. Setze Laser und noch weg. Yes. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege. Ich könnte kotzen. Viel zu viele Wege. Kein Plan. Plasma-Gewehr für Luca. Schade. Die ist natürlich jetzt nicht dabei. Verriegelungssystem Sabi in Betrieb. Passwort eingeben. Robert, was ist los? Hast du kein Passwort? Hier brauchen wir scheinbar ein Passwort. Das ist ja doof. Ich finde das nicht witzig. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und es fuckt ab. Hier fahren wir schon. Hier fahren wir schon. Ist, glaube ich, notwendig. Sicher ist sicher. Nicht so rumgeizen hier mit dem Geld. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Maximal verwirrt. Wir nehmen die andere Aufzug. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen soll. Nein, jetzt sind die doofen wieder da. Aber die waren ja zum Glück nicht so schlimm. Sagte sie und dann machen die 31 Schaden. Zum Glück nicht so schlimm, ja. 31. Los, benutze deine neue Power, deinen neuen Arm.
jetzt tatsächlich auf Chrono-Level. Der Rob ist gar nicht so schlecht. Und... Echt? Die neue Waffe ist fantastisch. Ich kann mit dieser Magnetklinge sogar mithalten. Das wiederum finde ich stark. So, mal gucken, wohin uns dieser Aufzug bringt. Das habe ich sowieso die ganze Zeit getriggert, gechrono-triggert, weil ich nicht ausgecheckt habe, wo es hier lang geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sehr einen roten Knopf. Tritt doch dagegen. Gucken wir erst mal, was da hinten ist. Ich hab keinen Plan. Gehen wir erstmal hier rein. Hilfe. Dieser Bereich ist mehr als nur seltsam. Nein, wir müssen mit denen jetzt kämpfen, oder was? Ich will nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Irgendwie sagt mir meine innere Stimme, dass wir hier noch nicht sein sollten. Hier ist irgendwas falsch. Gefestet! Hier ist irgendwas falsch, hier stimmt was nicht. Ich will weg hier. Proto 3, ja, das sind also die stärkeren Roboter, von denen die Rede war. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Jetzt gehe ich noch weiter, tiefer in die Fabrik. Ja, genau, neue Gegner, aber was für welche? Ach nee, das sind die vom Anfangsbereich. Die halten wenig aus, machen aber massig Schaden. Kann ich nicht einschätzen, wer jetzt gefährlich ist. Wahrscheinlich die tatsächlich mit dem Laser. Ja, definitiv die mit dem Laser. Die hätte ich zuerst angreifen sollen, jetzt zu spät. Jetzt wird er vernichtet. Hier wahrscheinlich nur so ein Laserschutz. Tatsächlich nicht. Ja, wie lange soll es jetzt so weitergehen? Ist jetzt ein Boss Rush oder was? Boss Rush, nur ohne Boss. Ne, versteht, was ich meine. Das ist halt so ein Gegnerparade. Oh ne. Ich krieg die absolute Krise. Wirklich jetzt. Und ich vermisse den Flammenwirbel. Oh Gott, seht ihr, wie viele Gegner hier sind? Scheiße, wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich tot. Aufpassen. Los geht's. Jetzt muss ich mich anstrengen. Das wird jetzt echt anspruchsvoll. Kraftstrahl. Nee. Machen wir mal den Laserwirbel. Disco! Disco, Partytime! Gar nicht mal so schlecht. Wenn doch so vielleicht einen Angriff hätten, wäre das natürlich fantastisch. Kleine Heilung auf Chrono. Ja, der hat ja einen Flächenangriff. Zyklon. Geht zwar nicht auf alle, aber auf die oberen drei. Jetzt mach doch den Zyklon. Worauf wartest du, Chrono? Bis die Welt untergeht? Die ist ja schon in der Zeitepoche untergegangen. Brauchst nicht mehr warten. Einfach Fakten. Stimmt ja wirklich. Ach Mensch, jetzt vernichtet es doch das komische Viech da unten. Danke. Boah, ich bin froh, wenn wir hier raus sind. Das war eine Fehlentscheidung. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zum Anfangsbereich. Boah, ist die Fabrik widerlich. Viel zu viele Wege. Ist das der richtige Weg jetzt oder was? Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Zyklon, kriegen wir hier alle ins Visier? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich könnte ja jetzt wohl nicht so stark sein.
Ja. Ich denke, das war jetzt sehr effizient. Und Schmale, wir gucken Level up. Ich frage mich, ob Luca tatsächlich die bessere Wahl gewesen wäre. Mit ihrem Flammenangriff, wobei das gar nicht gegen die Roboter wirkt. Soweit ich mich recht entsinne. Tonic Meat. Hallo? Die greifen uns doch jetzt sowas vor offensichtlich an. Ich weiß auch nicht. Kontrollcode für den Kran. Code 00XA. Code 01BB. XA und BB's Beauty Palace. Ich hab's verstanden. Steht hier BB. BB. Ich hab euch gewarnt. Die Witze werden nicht besser in diesem Let's Play. Das ist schon witzig. Nein, Marlo, ich hab nicht aufgepasst, du arme Süße. Bitte nicht. Komm, Angriffsverteidigung, gib gleich eine Tonic-Runde. Los, Robo. Ist Marlo tot? Nee, weil die Gegner Intelligenz haben von Stroh. Ja, immer schön auf Krone. Wo Marlo fast tot ist, die Heilerin. Mit 1 überlebt. Darf ich auch mal wieder angreifen? Das wäre ganz toll. Ich frag ja nur. Richtig, richtig fies. Wenn ihr mich fragt. Kann übrigens auch jetzt hier mit Aura heilen. Das funktioniert auch. Das sollte ich vielleicht nutzen, auch wenn es natürlich auf die MP geht. Aber ich hab's jetzt mal gemacht. Etamit. 400 Gold. Ja, wir haben jetzt irgendeinen komischen Krancode. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wie ich zu dem Kran komme. Das ist das Hauptproblem. Apropos kommen. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Oh nein, ich hab's wieder vergessen. Kein Kommentar. Lass es einfach. Ich bin wirklich so dämlich. Nein! Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Was jetzt? Da ist der Kran. Hi! Wird auch gleich Zeit, dass ich den Part beende. Was redest du mit dem Kran? Möchte ich mal ganz gerne lösen. War es jetzt AX, BB? Auf jeden Fall BB. BB. Und ich glaube dann AX. Och nö, immer auf Mane. Aber wir haben mittlerweile so an die 200 Leben. Der Roboter, der ist der Ultra-Tank hier. So über 200. Aber das andere geht auch in die Richtung 200. Eigentlich ganz cool ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer hier der Boss war in der Fabrik. Gab es hier überhaupt einen Boss? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, das Spiel bzw. das Let's Play ist half-blind für mich. Ist einfach schon zu lange her. Gegnerparade. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? Hust, hust. Zum Glück. Sterben diese Gegner sehr schnell. Los, Robo, Crit. Der ist übrigens sehr langsam. Es dauert sehr lange, bis er eine Reihe ist. Was ein bisschen blöd ist. Er muss ja auch irgendwie eine Schwäche haben. Die Schwäche von Robo ist eben halt, dass er super langsam ist. Und dass er kein Element zugehörig ist. Das sind so die Schwächen. Ah. Machen wir erstmal BB. That works. Haben wir jetzt diese komischen Ölfässer oder was das entfernen? Weg damit. Hier ist Kran. Sei der Kran. Sei der Kran.
Und jetzt AX. Ich weiß nicht. Ich kenne halt das nicht. Ich spiele mit dem PlayStation-Controller. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Das ist echt uncool jetzt. Ich habe wirklich gedrückt. AX. Dann ist mein Emulator irgendwie falsch eingestellt. Das kann aber nicht sein. Guck, das Menü funktioniert ja. Das ist jetzt ganz mies. Weil wir müssen das Rätsel lösen. Und A scheint ja auch richtig zu sein. Oder ist das B? Ich habe keine Ahnung. Das ist fucked up. Ich kann die Tasten halt nicht. Und ich habe mir das nicht gemerkt. Gott verdammt, ich muss meine eigene Aufnahme anschauen. Aber ich meine, es war AX und AX habe ich eben gemacht. Leute, ich glaube, das war einfach XA. Nicht AX! XA, Girl! Geht das nicht in einen Matschbirne rein? Zum Glück ist der Fahrt so jetzt gleich zu Ende. I'm lost. Es tut mir leid. Gott, war es peinlich. Aber ich habe es mir nicht gemerkt. Normalerweise muss man sich sowas aufschreiben in JRPGs. Mach ich logischerweise nicht, weil es ewig dauert und ihr euch dann langweilt. So, die Fässer sind weg. Jetzt müsst ihr nur verschwinden und dann gucken wir mal, wohin der Weg jetzt führt. Das möchte ich noch wissen. Ich möchte wissen, wohin der Weg führt. Das werden wir noch in diesem Part ergründen. Definitiv. Und irgendwie... Die Szene stimmt ja auch nicht mehr. Also alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Ihr seht das. So sieht das Spiel so aus, wie ich es jetzt vor mir habe, mit Seitenrändern und alles. Toll, ne, dass ich euch das perfekt zusammenschnibbel immer. Dass die Seitenränder verschwinden und alles. Aber ja, seht ihr mal die nackte Wahrheit hier. Ich lasse es jetzt auf den Rest des Parts. Das wäre hoffentlich nicht schlimm. Ich möchte einfach nur wissen, wohin dieser Weg führt. Nicht so schwer. Und Tonic schmeißen möchte ich übrigens auch. Seriously, ausgerechnet die auch nochmal. Ich muss sagen, die Gegner hier sind echt anspruchsvoll. Ich habe mich aber beschwert über den Schwierigkeitsgrad. Dass es mir zu einfach ist, aber hier wirst du schon gefordert. Weil Chronomale, alle außer Robo sind eigentlich die ganze Zeit permanent dem Tod gegenübergestellt. Naja. Wir können jetzt nach rechts abbiegen oder links? Gehen wir mal nach links. Gehen wir mal nach rechts. Hier schließt sich der Kreis. Das ist der Anfangsbereich. Warum für eine Bedeutung hat, werde ich auch, glaube ich, nie verstehen. Gut, dann geht es hier im nächsten Part weiter. Tut mir leid für diese ganzen, ja, komischen Miseren, was da alles so passiert ist. Kann ich nicht ändern. Manchmal ist man halt ein bisschen verpeilt. Gut, ihr Lieben, Daumen hoch, falls euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sitz hier. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt.
hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!